Lescano auf die Reise geschickt. Erste Möglichkeit für Dario Lescano und Da Costa mit einer Superparade nach 90 Sekunden. Nach einem unnötigen Ballverlust der Zürcher im Mittelfeld. Viermal waren die Zürcher bis anhin im neuen Luzerner Stadion zu Gast. Adrian Winter in Richtung Bosenik. Dann Jamir Hücker. Wieder Oliver Bosenik, Tor! 18. Spielminute, 1:0 für den FC Luzern. Oliver Bosenik mit seinem dritten Saisontreffer. Zweimal traf er gegen den FC Aarau und auch heute ist der Australier erfolgreich. Das ist eine echte Verstärkung für den FC Luzern, Oliver Bosenik. Versucht es direkt, 2:0. 39. Minute, 2:0 für den FC Luzern. Lescano war da wohl noch mit dem Kopf dran. Und die Führung ist auch in dieser Höhe verdient. Hücker also im Einsatz für den gesperrten Rangelhoff. Schönbächler, das ist Gavranovic. Das ist die beste Chance für den FC Zürich. Kurz vor der Pause. Stahl da noch dazwischen, Mario Gavranovic. Fiumiento. Das ist Gavranovic, diesmal kein Offside. Gavranovic und das ist das Anschlusstor. 58. Minute. Neue Hoffnung für den FC Zürich. Herrlich herausgespielt, es stellt sich die Offside-Frage. Das Ganze übrigens vor 10.158 Zuschauern. Auch diese Zuschauerzahl etwas enttäuschend, aber eben, es ist Ferienzeit. Auch die Hitze wird wohl den einen oder anderen vor einem Stadionbesuch abgehalten haben. Bosenik. Oliver Bosenik trifft. 74. Minute. Aus einem solchen Winkel. Viertes Saisontor auch für Oliver Bosenik. Und was macht da Costa? Also die Situation schien eigentlich bereinigt. Distanz zum Tor 19 Meter, Pedro Henrique, der trifft. 93. Minute, nur noch 3:2. Aber es bleiben nur noch knapp 2 Minuten in der Nachspielzeit. Vermutlich kommt dieses Anschlusstor zu spät. Und dann ist die Partie zu Ende. Der FC Luzern gewinnt gegen den FC Zürich mit 3:2. Erleichterung bei Carlos Bernecker.